Das war also die 12. der 12. Bundespräsident, die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Wahrscheinlich die erste, wenn er heute gewählt wird. Bei diesem Wahlgang sind wir ja gerade. Die 1472 Wahlmänner und Wahlfrauen werfen fleißig ihre Stimmkarten in die Urnen ein. Und eine ist schon fertig, logischerweise. Sie fängt mit A an. Marilyn Addo, ich bin froh, dass Sie da sind, Infektiologin aus Hamburg. Frau Addo, wie haben Sie die Atmosphäre empfunden heute, die ja hier eine ganz besondere ist, mit diesen merkwürdigen Bestuhlungen dort in einem Raum, wo sonst normalerweise natürlich keine Parlamentssitzungen stattfinden? Das ist natürlich meine erste Bundesversammlung, deswegen habe ich keinen Vergleich, aber ich muss sagen, es ist wirklich hervorragend umgesetzt, meiner Meinung nach. Und die Tatsache, dass wir uns mit 1400 Menschen sowieso face-to-face persönlich in einem Raum aufhalten können, finde ich schon eine sehr schöne Gelegenheit. Das ist natürlich auch ein großes Ereignis. Diese Bundesversammlung, die tritt ja nur zu diesem Zweck zusammen. Und da einen Teil Demokratie so nah mitzuerleben, ist schon sehr besonders. Die Bundestagspräsidentin hat ja auf die Abstände großen Wert gelegt. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn man gesehen hat, wie das gestern hier vor dem Haus gelaufen ist. Da stehen zwei, drei große Zelte und man stand dicht an dicht, um sich also diesen Test abzuholen und hinter dieses Bändchen zu bekommen, was wir alle haben. Das war sicherlich gut gemeint, aber schlecht gemacht, oder? Ja, ich sag mal so, erstmal war es draußen und dazu war es so kalt, dass die meisten ihre Masken anhatten. Also insofern hat es wahrscheinlich auch so hingehauen. Die kriegen kein Corona, sondern eine Grippe hinterher. Aber Spaß beiseite. Genau. Jetzt sind da drüben in dem Haus alle also getestet. Ich selber wie viele, viele andere Menschen habe natürlich drei Spritzen bekommen. Und dennoch muss man als Laie sagen, ist man verwundert. Solche Tests sagen ja eigentlich gar nicht viel. Die können schon in ein paar Stunden anders sein. Und vor allen Dingen die drei Spritzen retten mich auch nicht. Ich kann es kriegen. Wie kommt das? Ja, das ist ja, glaube ich, im generellen Diskurs über die Pandemie so ein bisschen verloren gegangen. Also diese Impfstoffe sind ja primär auch zugelassen. Nicht zum Schutz vor Infektionen, also Transmission, sondern zum Schutz vor symptomatischer Infektionen und schweren Verläufen. Und wir haben ganz am Anfang noch gesagt, wir wissen gar nicht, ob es auch einen Schutz vor Infektionen gibt. Den hat es zum Glück gerade bei den früheren Varianten auch sehr gut gegeben. Den gibt es auch heute noch. Aber der Schutz gegen Übertragung bei Varianten wie Omikron ist halt ein bisschen geringer. Aber dennoch, wer geimpft ist, hat mildere Verläufe. Wir sehen das. Die Krankenhäuser sind, wir haben so viele Fälle, aber die Krankenhäuser sind nicht so voll. Zum einen, weil Omikron eine mildere Variante ist, aber auch, weil halt zum Glück viele Menschen geimpft sind. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist jetzt keine unnötige Impfung gewesen, im Gegenteil. Also Impfen ist wichtig, weil der es dann kriegt und geimpft ist, nicht so krank wird wie der nicht geimpft ist. Ja. Das ist ganz, ganz klar erwiesen. Da gibt es sehr, sehr, auch im RKI kann man das nachlesen. Also schwerere Verläufe in Ungeimpften und diese drei Impfungen oder auch schon zwei Impfungen reduzieren schwere Verläufe und symptomatische Infektionen. Abschließend, der Bundestag berät ja irgendwann über eine Impfpflicht und da gibt es unter anderem einen Vorschlag der Union, der sagt, also ein Vorratsbeschluss und wenn dann so eine Pandemie wiederkommt im Herbst, dann fangen wir an zu impfen. Ist das nicht viel zu spät? Ich bin ja als Wissenschaftlerin hier und das Thema Impfpflicht ist ja ein sehr politisches. Also ich glaube, wir können feststellen, dass in Deutschland die Impflücke im Gegensatz zu anderen Ländern in der Welt sehr groß ist noch. Also es gibt Länder wie Portugal, die 95% ihrer Bevölkerung geimpft haben. Es wäre schön, wenn wir da hinkommen. Und mein Lieblingsspruch ist, jede Impfung zählt. Und wie wir da hinkommen, also da können wir alle unseren Beitrag leisten. Und die Impfpflicht, die von der Politik auf den Weg gebracht ist, ist ein Element, wie das umgesetzt werden kann. Aber ich bin ja hier heute als Wissenschaftlerin auch und wie gesagt, ich freue mich über jeden Impuls, der mehr Menschen impfen, zum Impfen bringt. Wir haben ja jetzt auch bald einen neuen Impfstoff, der wahrscheinlich auch noch mal einige Leute mitnimmt. Wir versuchen aufzuklären, wo wir können und Ängste zu nehmen, weil das ist ja das Problem momentan auch, dass noch viel Verunsicherung da ist. Marilyn Addo, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hätten jetzt die ganze Stunde weiterreden können. Das ist das Thema unter anderem, das die meisten Menschen im Moment wirklich interessiert. Aber es läuft weiter. Wir haben nämlich weitere Gäste, meine Damen und Herren, in dem Fall Alexander Kehler.